Ja, meine Damen und Herren, und ich begrüße Sie beim Herzblatt. Barbara! Ja! Sucht heute Ihr Herzblatt, würde ich einmal sagen. Wir spielen ein schönes Herzblatt. Und zwar, ja, du bist auf der Suche und ihr drei anderen, ihr werdet diejenigen sein, die um ihre Gunst ringen, möchte ich sagen. Und ich werde euch drei Rollen zuteilen, die Barbara dann erraten muss. Das bedeutet jetzt, dass du wieder unsere schalldichte Kabine überstreifen musst. Wo ist sie denn? Kleinen Kopfhörer. Ach, guck mal, da ist er doch. Wenn du dir den schön auf den Kopf setzt und dich umdrehst, dass du nicht von den Lippen lesen kannst. Hören wir? Musik sehr laut. Barbara? Nee. Okay, gut, passt auf. Also, ihr kommt der Reihe nach. Mirko zuerst. Du bist ein angetrunkener, aggressiver Jugendlicher in der Dorfdisco. Dann kommt... Okay. Dann kommt Tetje. Als zweiter ein sehr eitles, männliches Model. Während eines Fotoshootings. Okay. Das auch noch, ja. Und dann, Oliver, du bist ein Ostdeutscher, der sich die DDR wieder zurückwünscht. Du hast schon bemerkt, deine Herzblätter haben Platz genommen. Gut, dann würde ich sagen, Barbara, mach dich auf die Suche nach deinem Herzblatt und vor allem finde heraus, wer sind deine Herzblätter? Drei Idioten. Das ist aber richtig, aber ich würde sagen, such weiter. Das war zu einfach. Okay, Kandidat Nummer eins. Wir möchten uns zum ersten Mal treffen. Welchen Ort schlägst du vor? Was laberst du mich von der Seite an, Alte? Was ich will, ist einfach nur auf dich raufhuppen und das war's. Von mir aus auf einer Decke am Strand. Oder neben der Mülle. Ist mir ja. Für mich war es das eigentlich schon, aber ich mache dann einfach mal weiter. Kandidat Nummer zwei. Ja. Sex beim ersten Date ist bei mir nicht üblich. Wie versuchst du mich trotzdem rumzukriegen? Wenn ich dich rumkriege? Ach, Schatz. Moment, ich brauche noch mal Maske. Entschuldigung, das geht so gar nicht. Ich glänze ein bisschen. So. Wie ich dich rumkriege? Ach, Schatz. Schlag mal April auf, dann weißt du schon, was du kriegst. April? Okay. Kandidat Nummer drei. Wir wollen heiraten. Wie machst du mir den Heiratsantrag? Liebe Mandy, du kannst das nicht wissen, aber mich haben Frauen früher belogen und betrogen. Das war damals drüben und weißt du was? Ich fand das super! Lach ich? Nein! Kandidat Nummer eins. Richtig! Welchen romantischen Ort schlägst du vor, um mit mir ein Dinner zu machen? Du laberst mir echt zu viel! Ich will dich einfach knacken, ist das klar? Mach dich nackig! Wo ist denn die Musi hier? Hat er keine Mucke hier? Ist hier ein bisschen Sound oder was? Kandidat Nummer zwei. Mit dem Herzblatt-Hubschrauber fliegen wir auf unsere Trauminsel. Im Hubschrauber bemerkst du, dass ich Flugangst habe. Wie verhältst du dich? Ach, Schätzchen, auf der Insel war ich schon 1000 Mal. Ich bitte dich. Aber... Hey, hallo, hab ich gepostet? Nein, hab ich nicht. Kannst du vielleicht mal warten, du verschissener Hinterzimmerfotograf? Alter, du kotzt mich an, ich stehe um 4:30 auf und warte auf die scheiß Maske. Du bist total unfähig, haust mir die falsche... Was war die Frage? Der schreit doch nicht so, Alter! Wieder taub gleich! Ich fahr nach Hause. Ja! Kandidat Nummer drei.
wir stürzen mit dem Herzblatt-Hubschrauber auf einer einsamen Insel ab. Was machen wir dort? Können wir nicht in Bitterfeld abstürzen, sag mal? Da war es früher wunderbar, das war ein einziger Swingerclub, jeder mit jedem. Das war eine schöne Zeit, verstehst du? Nicht so verklemmt wie bei euch Wessis. Kandidat Nummer 1. Ein Swingerclub, das müsste dir doch auch gefallen. Finde ich geil. Da siehst du gleich alles. Wir gehen in einen Swingerclub. Bitte? Wir gehen in einen Swingerclub. Richtig. Bist du unsicher? Wieso? Latte habe ich schon. Kandidat Nummer 2, kann es sein, dass du ein ausrangierter Fernsehmoderator bist, der nicht mehr so ganz auf dem... Wenn man mich ausrangiert, gibt es keine Kataloge mehr, okay? Okay, du bist ein Model? Ja, ja! Ein Model? Ja, ja! Kandidat Nummer 3. Ein Ossi, der eigentlich ein bisschen noch an der Vergangenheit hält. Ja! Frau Barbara, Sie nageln wieder Ihre Herzblätter. Kandidat Nummer 1, du bist Carsten Spengemann. Also das mit Carsten Spengemann kann nicht gelten. War nah dran, Ja, es war ganz, ganz nah dran.